Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind nach wie vor in der Ernte mit den Liedern. Moin. Und aktuell gerade sammeln wir Stroh ein. Helfer D ist bei dir, oder? Ja. Yeah. Gut. Hat 80%. Was jetzt schon wieder? Ja. Alter, wie schnell werden die voll? Hast du nicht gesagt, da kommt nichts runter? Also ich kann jetzt gemütlich den Stroh sammeln, wenn man da fertig ist. Dann muss er nur noch ins Mondfeld und dann. Und Helfer D ist ganz voll. Ja, so bist du halt komplett mit Abfahren beschäftigt, gell? Ich bin gespannt, ob beim Mond auch Stroh runtergeht, weil das sieht genauso aus wie Dings. Ich bin schon wieder voll mit Stroh. Komm, mach die weg da. Ach, schön, der Tasche steht wenigstens unten. Oh, das war's dann wieder komplett. Dann kann ich da gleich reinsteigen und das. Die Flecken nacharbeiten. Muss ja bei Feld 3. Und ich bin aus der Schiffe gekommen. Und durch den Kran durch. Bam, drüber geflogen. Alter, Feld 1 hat einfach 7 Hektar. Mein Feld 3 hat 10 Hektar. Also die Map hat Hektar, das ist abnormal. Auf anderen Feldern haben wir 10 Hektar, wenn wir alle Felder nehmen. Hier haben wir 10 Hektar, wenn wir ein Feld nehmen. So, der sah wieder voll. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das alles hier reinbekomme. In die Fuhre. So, bei Tabak Stroh abgegangen. Bei Tabak ist kein Stroh, das ist wie Mais. Das ist alles doch mit Maisgebiss. Keine Ahnung. Was willst du denn bei Tabak? Willst du Stängel als Stroh haben, oder? Mhm. Du warst auch drin, wo du gespritzt hast. Echt wie bei Hopfen hat auch kein Stroh. Für die Zuckerproduktion brauchen wir auch Zuckerrüben, glaube ich, oder? Da stirbt er gleich. Mhm.
Helfer C ist voll. Eia. Ich bin mit dem ersten Feld fertig. Gleich raste ich aus. So schlimm. Ich werfe ein bisschen Tabak in das Silo rein. Auf Reserve. Dann hole ich mir. Der Ideal bleibt steht zum Opplern, aber der John Deere natürlich nicht. Ja, der John Deere hat der denkt sich, ich muss schaffen, Leute, schaffen, schaffen. Vollgas. Der John Deere will Geld verdienen. Der will wieder hergenommen werden, weißt du? Plastikkisten. Übertreibt man nicht. Das ist ja ein Deutsch. Mensch, Julia, warum hast du das Schneidwerk da so dumm reingestellt? Überhaupt nicht. Doch, das warst du. Alter, wenn du jetzt der Roll noch einmal so behindert machst, ey. Der macht der Roll die ganze Zeit zu wie immer. Ei aus von. Ach. Der will schon wissen, warum er es macht. Der will genauso gut sein wie du, weißt du? Der hätte dich als Vorbild genommen, war eine schlechte Idee, hätte er mich nehmen sollen. Dann wäre er effektiver gewesen. So, fahr weiter. Ich habe jetzt mal die Strohablage, meine ich, aktiviert, ja. Falls es Stroh gibt, werden wir es jetzt sehen. Der Ideal hat nur zwei Bahnen. Also Moon hat auch keinen Strom, meine ich. Nee. Sag, gibt nix Stroh. Ja, stimmt, Mond sieht auch ein bisschen komisch aus für Stroh. Also. Hat mich auch gewundert. Jetzt bin ich gerade da hinten bei Feld 16. Jetzt schau ich mal, wie viele Hektar das hat. Amon sieht genauso aus wie Raps. Ist wahrscheinlich auch eine Ölfrucht. Also Feld 14 hat 9,5 Hektar. Und Feld 16. Ich bin aber wieder weg. 24,43 Hektar. Ja gut, gell? Hab ich gesagt, dass Feld 16 klein ist? So, dann düsen wir einmal vor. Ich muss da hinter, wo der Drescher ist, und ich muss hier vorfahren. Oh, jetzt haben wir voll einzulenken. Gegenlenken. Das war es jetzt mal wieder komplett.
Das oh. war's dann mal wieder komplett. Ja, es sind halt drei Drescher, gell? Ja, jo. Oh, ja. Verzeiht es dem Julian, der ist schwer normal, fast erst von einer Stunde aufgestanden und deswegen mir vor eineinhalb Stunden aufgeschlafen, jetzt ist er müde. Mhm. Normal ist die Zeit, wo ich jetzt dann erst aufstehe. 11 Uhr mittags. In der Arbeit schwitze ich schon. In der Arbeit machst du jetzt dann gleich wieder Mittag. Mhm. Gefühlt. Weil du kannst dann auch anfangen Stroh zu sammeln, gell? Mhm. Und dein LKW mit Wasser voll machen und die Herbizide-Produktion voll machen. Mit Wasser. Also 2, 3, 4 LKWs da reinkippen. Was machst du denn schon wieder? Nix. Ist der Fendt dann fertig? Der Ideal? Ja, das ist die letzte Bahn. Okay. Alter, was macht der schon hier schon wieder? Party. Bleib steh. Ja, du bist nicht fertig. Hot und Hälfte vom Fader. Ja, wenn du ihn so anbrüllst, macht der halt früher Feierabend, denkt er sich wahrscheinlich. Ja, aber nicht Hälfte vom Feld still lassen. Der sagt jetzt, wenn der Fan fertig ist, übernimmt er. Der Fan ist fertig. Nö. Wer ist dann Helfer G? Ach, das warst du. Das warst du. Mit Helfer G, der die Arbeit beendet hat. Hm. Bist du etwa schon fertig mit der Arbeit? Nein, ich habe jetzt auch noch das Ausrede. Der ist gerade aus dem Rund. Und die nächste Fuhre Stroh. Unser Kollege sagt, er ist full. Das war ideal. Ja. Haben wir diesmal nur so hin, das passt dann schon. So, fahren wir wieder rückwärts. Dann dreht er wenigstens um. Der Ideal ist sogar komplett fertig. Dim, 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 dim. Helfer I, mindestens ich. Ja.
Fährt aber noch. Dann gib mir mal Gas, dass er Level bevor er umdreht. Kollege! Kollege, warte auf mich! Halt, stopp, hallo. Stehen bleiben. Ja. Der. Das war stehen bleiben, kennt der nicht, glaube ich. Kollege. Stehen bleiben. Hallo, stehen. Ich komme nicht wieder davor. Hätte was stehen gelassen. Ich wollte ihn eigentlich blockieren, aber das wollte er nicht so. Gut, mal, warst du dich dann mit mir am Stroh sammeln oder? Ja, Fendt. Fendt, du hast gut gearbeitet. Brav bist. Dann kann der wieder in die Garage. Der ist wieder schlafen. Fendt müde, Fendt schlafen. Aber in diesem Sinne sage ich, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folgen gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Verteilt den Kanal, dass wir wachsen. Und bis dann. Servus. Ciao.